Für seine Landsleute inszeniert er sich gerne als stark und männlich. Und auch gegenüber dem Ausland lässt er keine Zweifel daran, dass er Russland zu alter Stärke zurückführen will. Wladimir Putin bestimmt seit der Jahrtausendwende die Geschicke Russlands. Seine Macht will er in absehbarer Zeit nicht abgeben. In Russland gibt es seit Jahrhunderten das Konzept des Vaters der Nation. Es gibt eine Sehnsucht nach einem Vater der Nation und Putin füllt diese Rolle aus. In paternalistischen Gesellschaften scheuen die Menschen eigene Entscheidungen. Sie lassen lieber andere die Entscheidungen fällen. Und Putin handelt. Russlands militärisches Eingreifen in der Ukraine oder seine schützende Hand über dem syrischen Machthaber Bashar al-Assad haben tiefe Gräben zu westlichen Staaten aufgerissen. Kritiker werfen ihm die Aushöhlung der Demokratie in Russland vor. Bei 80% der Russen ist der Kreml-Chef dagegen so populär wie nie. Die, die ihn nicht mögen, sind doch nur neidisch auf ihn, weil sie die Wirtschaft und ein so großes Land nicht so gut führen können, wie er es kann. Bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag strebt Putin sein viertes Mandat an. Wer ihm politisch gefährlich werden könnte, wie sein wichtigster Kritiker Alexei Nawalny, den lässt Putin durch die Justiz kaltstellen. Seine 7 Herausforderer jedenfalls sind nicht mehr als Zählkandidaten.